Funny Story. Hey Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny Story. Heute möchte ich euch über die Leckerlis und deren Inhaltsstoffe aufklären, worauf ihr alles achten solltet und welche man verfüttern kann und um welche man einen ganz großen Bogen machen sollte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. In den Regalen bei Zoofachhandeln wird man ja schon fast immer überrumpelt mit diesen toll aussehenden Verpackungen, bunten Leckerlis und scheinbar glücklichen Kaninchen. Doch dies entspricht leider meist nicht der Wahrheit und deswegen solltet ihr beim Einkauf von Leckerlis definitiv immer die Zutatenliste und die Inhaltsstoffe genauer unter die Lupe nehmen. Kaninchen sind Rohveganer. Dies bedeutet, dass Milch und Milcherzeugnisse wie zum Beispiel Joghurt nichts in den Produkten zu suchen haben. Das gleiche gilt auch für Eier, Honig und natürlich auch Fleisch, Fisch und Wurstwaren, wobei ich denke, dass das relativ selbsterklärend ist. Nicht zu vergessen sind natürlich auch tierische Fette und Öle und dies sind also schon mal die Hauptzutaten, die überhaupt nichts in Leckerlis zu suchen haben und deswegen sollte man diese komplett umgehen. Deshalb gehören Leckerlis wie Joghurtdrops, Knabberstangen, welche mit Honig zusammengeklebt sind oder sogar Muffins mit Ei und vieles mehr nicht in die Kaninchenernährung. Häufig findet man auch den Bestandteil Getreide in den Leckerlis. Getreide können von Kaninchen jedoch nicht verdaut werden und sind daher schlecht verwertbar, weil dadurch das Sättigungsgefühl bei den Kaninchen auftritt und das ist überhaupt nicht gut. Gerade die beliebten Rollis, bunte Ringe und Lofties sind daher überhaupt nicht geeignet. Außerdem quellen diese riesig im Kaninchenmagen auf. Auch wenn man pflanzliche Nebenerzeugnisse in der Inhaltsstoffenliste findet, sollte man auf diese Leckerlis verzichten. Pflanzliche Nebenerzeugnisse sind nichts anderes als Abfallprodukte, die bei der Getreideverwertung anfallen und müssen nicht genau beschrieben werden, weswegen man diese nicht kaufen sollte, denn wer verfüttert sein Kaninchen schon gerne irgendwelche Abfälle? Zusätzlich sind pflanzliche Nebenerzeugnisse auch schlecht verwertbar. Auch zum Beispiel Zucker, Zusatzstoffe und Süßungsmittel haben auch nichts in Kaninchenleckerlis zu suchen. Gerade getrocknetes Obst oder Gemüse werden meist mit einer Zuckerschicht ummantelt und sollte man deshalb besser nicht verfüttern. Allerdings kann man Gemüse und Obstchips total einfach selber machen und dazu verlinke ich euch einfach mal oben bei dem i ein Video, wo ich die selber gemacht habe und euch gezeigt habe, wie das geht. Wenn ihr allerdings trotzdem Leckerlis oder Trockenfutter verfüttert mit diesen Inhaltsstoffen, können dies natürlich ganz viele Folgen haben für eure Kaninchen, unter anderem Aufgasung, Durchfall, übermäßiger Blinddarmkot, Zahnprobleme oder sogar Zahnfehlstellungen, Verstopfungen, Nierensteine und ganz vieles, vieles mehr, das kann ich alles gar nicht aufzählen. Darauf würde ich aber gerne nochmal in einem anderen Video eingehen, wenn ihr Interesse habt. Der ein oder andere fragt sich von euch jetzt bestimmt, weswegen denn dann diese Leckerlis überhaupt angeboten werden, wenn sie denn so schlecht für Kaninchen sind. Das ist ganz einfach, denn diese Produkte werden aus Ungewissheit und zu wenig Aufklärung gekauft. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr dieses Video hier an alle teilt, auch wenn ihr vielleicht Freunde habt, die solche Leckerlis immer noch verfüttern. Es gibt natürlich auch Leckerlis mit guten Inhaltsstoffen, Gott sei Dank. Die Inhaltsstoffe findet ihr übrigens auf jedem Produkt immer auf der Rückseite oder an der Seite. Ich kann persönlich vor allem die Marke Grainless empfehlen oder auch Erbsenflocken. Aber am besten ist es natürlich, wenn ihr eure Leckerlis selber macht. Dazu gibt es auch ganz viele Rezepte hier auf YouTube.
Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und teilt dieses Video unbedingt mit Freunden, die das vielleicht noch nicht wissen. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!